Du machst gar keinen Staub. Wir machen das ganz entspannt. Ich mache so eine schnelle Nummer draus. So wie vorhin bei den Säbelsägen. Was war denn da damals los? Ich habe ja schon mal Schleifgiraffen getestet. Und zwar Bosch, Makita und Festool. Und was ist damals rausgekommen? Festool war ganz okay. Aber ich habe gesagt, naja, eigentlich würde ich eher Bosch kaufen. Weil Preis-Leistung passt. Ansonsten passt das eigentlich schon ein ganz gutes Gerät. Habe ich gesagt, Moment, nee. Du hast den falschen Festool getestet. Und genau das hole ich heute nach und werde den hier testen. Und ist der wirklich so viel besser, wie ihr sagt? Uiuiui, Staub. Staub, sein Vater hier. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Steifgiraffen. Steifgiraffen sind etwas, was unwahrscheinlich, ja, nicht nur nützlich ist, sondern auch eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, wenn man größere Flächen, Gipskarton zum Beispiel, abschleift. Oder. Und dafür braucht man eine Schleifgiraffe, beziehungsweise einen Langhalsschleifer heißt es ja eigentlich. Wie zum Beispiel den hier von... hier staubt es auch noch wieder raus, wie zum Beispiel den hier von Makita. Und deswegen haben wir heute Folgendes gesagt. Okay, wir nehmen nochmal eure Kommentare und gehen der ganzen Sache nochmal nach. Denn ich habe einen Test gemacht und habe damals mit einer Prämisse getestet. Und zwar, ich nehme von Makita, von Bosch und von Festool das jeweils günstigste Gerät mir raus und teste das gegeneinander. Damals war es so, dass ich gesagt habe, Festool kam eigentlich ganz okay bei weg, aber sollte doppelt so viel kosten und war jetzt nicht gefühlt irgendwie nicht so viel besser. Das Festool war super, kein Thema, aber bei Bosch habe ich gesagt, naja, eigentlich auch ganz okay. Und habe ich gesagt, Moment, Sebastian, was ist denn hier los? Nee, bitte das andere Gerät testen, und zwar genau den hier, und zwar den LHS225EQI. Den hatte ich damals nicht im Test, und warum? Weil der auch nicht der günstigste war, weil der kostet 1.200 €. Mal zum Vergleich, wir sind hier bei 1.200 €, bei Bosch sind wir bei rund 300 €, bei Makita plus minus 300 €, und das schon noch eine ganz andere Hausnummer. Und heute werden wir genau diese drei Geräte trotzdem miteinander vergleichen und werden auch testen, wer handelt sich am besten und vor allem, welcher von diesen dreien erzeugt am wenigsten Staub. Also, welche Geräte haben wir denn hier eigentlich? Wir haben von Bosch den GTR 550. Von Makita haben wir den DSL 800 und von Festool haben wir hier den LHS225EQI. Und wir haben ein irres Preisgefälle hier dazwischen. Von Bosch das Gerät kostet so zwischen 250 und 300 €. Ist aber ein kabelgebundenes Gerät, das gucken wir uns auch gleich nochmal kurz im Detail an, bevor wir testen, weil darum geht es ja eigentlich heute. Dann haben wir hier Makita, das wird etwa bei 300 €. Und hier haben wir übrigens ein Akkugerät, nochmal einen ganz anderen Charakter. Und dann haben wir ja hier Festool, im Grunde ja unseren Branchenprimus, der sehr, sehr viel vormacht und der krasse Funktionen hat, aber auch krass viel mehr kostet. Dann überlege mal, der kostet über 1.100 € im Vergleich zu 250, wenn wir nach unten mal schauen. Huiuiuiui. Da kannst du 4 Stück kaufen und noch ein paar andere kleine Kleinigkeiten dazu oder eins davon. Irre. Wenn du übrigens dich für die Geräte interessierst, den ehrlichen Preisvergleich findest du wie immer unten in der Videobeschreibung oder geh einfach auf gotools.de, da findest du immer den aktuellsten Preis. Und momentan fluktuieren die Preise leider doch mehr, als man denkt. So, und jetzt gucken wir uns mal kurz die Geräte an, bevor wir endlich zum Testen kommen. Und natürlich gibt es hier immer auch etwas zu gewinnen, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein bei gotools.de. Und alles, was du dazu machen musst, ist einfach in die Kommentare zu schreiben, was ist eigentlich dein Lieblingsgerät. Dann bringen wir erstmal die anderen beiden Geräte hier weg, damit wir uns hier fokussieren können. Und dann gucken wir uns die beiden... Heieiei, die sind aber auch groß. Und da müssen wir auch gleich mal drüber reden. Und dann gucken wir uns jetzt doch mal die drei Geräte an. Fangen wir bei Bosch an. Bei Bosch ist es so, dass wir hier erstmal ein kabelgebundenes Gerät haben. Ja? Ganz wichtig. Und das halten wir auch sehr angenehm hier unten an diesem Griff und können dann hier entsprechend so an der Wand arbeiten oder auch umgedreht. So. Ja, so jetzt an der Decke arbeiten. Das geht auch wirklich sehr gut. Und das Gerät selbst ist sehr schön gelagert, so wie man das eigentlich haben möchte, hier bei so einem Gerät. Und die Absaugung hier arbeitet auch schön mit. Kann man überhaupt nichts sagen. Was übrigens interessant ist, das Gerät kommt hier in so einem Koffer und kann auch in diesem Koffer komplett verstaut werden. Dazu musst du es aber auseinandernehmen. Und das ist auch ein großer Vorteil von dem Gerät, nämlich, man kann das hier lösen. So, Nummer 1. Und kann hier diese Verlängerung abbauen. So.
und kann jetzt das Ganze verpacken, machen und tun. Ich kann es aber auch hier verkürzen und kann das jetzt wieder auch so benutzen, wenn ich es in einem kürzeren Radius oder einem kürzeren Winkel haben möchte. Also ergo, ich habe hier eine Wand, an der möchte ich schleifen, kann ich jetzt hier so wunderbar arbeiten. Du kannst das natürlich auch noch mal ein zweites Mal dazwischen stecken, um es noch länger zu haben. Ich glaube aber, das ist von Bosch offiziell so nicht vorgesehen, aber wer soll dich daran hindern, oder? Kein Problem und los geht es. Wenn wir uns jetzt das Gerät an sich anschauen, ist es so, dass wir hier einen wirklich großen, wunderschönen Schleifteller haben, der hier auch mit einem Schleifgitter arbeitet oder arbeiten kann. Du siehst, wir haben schon ein bisschen geschliffen. Und er saugt über die komplette Fläche den Staub ein. Wie gut er das macht, das zeigen wir dir nachher bei unserem Test. Zusätzlich ist es so, dass wir hier drumherum Bürsten haben, die dafür sorgen, dass auch möglichst wenig nach außen austritt und der Saugdruck erhalten bleibt. Denn es ist so, dass du hier das Ganze so einstellen kannst, dass es sich wirklich an der Wand oder an der Decke etwas festsaugt und dadurch auch Gewicht nimmt. Denn je mehr Unterdruck erzeugt wird, umso weniger Last musst du natürlich tragen bei dem Gerät und umso komfortabler wird es beim Schleifen. Du kannst, wenn du in die Ecke arbeiten möchtest, natürlich das Ganze auch abnehmen, sodass du hier mit der Kante direkt bis in die Kante reinarbeiten kannst. Den Druck, mit welchem er sich ansaugt, kannst du einstellen. Das funktioniert hier hinten, hier mit dem Regler. Ist überhaupt kein Problem. Zusätzlich kannst du auch noch die Geschwindigkeit einstellen. Hier an der Stelle ein aus. Ja, und hier hinten natürlich dann den Sauger, um entsprechend abzusaugen. Das ist es auch eigentlich. Und wenn du übrigens für das Gerät interessierst oder auch für die anderen und alle technischen Daten, ich verlinke dir mal hier oben den Werkzeugvergleich. Geh da einfach mal drauf, da findest du alle technischen Daten von allen drei Geräten minutiös aufgelistet. Brauchst du nicht irgendwo dir zusammensammeln, hast du alles dann da. Und was du noch hast, ist die Möglichkeit abzustimmen. Was ist denn dein Lieblingsgerät? Ist es eher eins der günstigen Modelle oder ist es so, dass All-Inclusive-Paket von Festool. Makita! Also, machen wir weiter mit Makita. Hier ein ganz anderes Gerät, interessant auch, ein Akkugerät, hier hinten ganz normal mit dem 18-Volt-System zu benutzen. Wie sinnvoll jetzt 18-Volt-Akku-Langheitsschleifer, Giraffe, ist? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Denkt dran, es gibt ja immer noch den Gutschein. Und es ist so, dass wenn ich mir das anschaue, ist schon ein recht kompaktes Gerät, aber ohne Kabel, ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Du kannst natürlich das Ganze mit einem Akku, solltest es auf jeden Fall mit einem Akkusauger auch dann verwenden oder mit einem normalen Staubsauger und hast da hier dieses Modul dazu, um den Sauger entsprechend auch einzuschalten. Das hier Bluetooth-Modul, um eine Verbindung herzustellen. Wenn wir jetzt mal hier bleiben, genau an der Stelle auch, ist es so, dass wir hier einen großen Vorteil dem Bosch gegenüber haben. Denn bei Bosch können wir dieses Zwischenstück rausnehmen und wieder reinstecken. Das ist natürlich ein starres Stück. Hier ist es anders. Ich kann hier das Ganze lösen und kann mir eine gewisse Länge nehmen, die ich haben will. Meinetwegen so, kann ich das hier festdrehen oder auch ganz kurz und kann das hier festdrehen. Das heißt, ich bin komplett variabel in der Länge. Das finde ich clever und richtig gut. So, wir haben hier auch einen wunderschönen Griff, um entsprechend so zu arbeiten, an der Wand zu arbeiten, dass es ergonomisch und funktioniert. Schauen wir uns das Ganze mal hier vorne an. Hier ist es so, dass wir hier Schleifbrett haben, funktioniert wunderbar. Auch hier können wir das Ganze abnehmen, um wandnaher zu arbeiten. Was wir zusätzlich haben, sind hier so kleine Räder, um wirklich am Rand entlang zu fahren. Das finde ich eigentlich ganz cool, um nicht gegen den Rand zu drücken, sondern du kannst da ganz fein entlang fahren und kannst das Ganze verfahren und bist dort immer gerade an der Linie. Habe ich ausprobiert, funktioniert wirklich mega gut. Auch hier ein schöner quasi Kugelkopf, wo wir alles benutzen können, schön gelagert. Ist immer wieder erstaunlich, wenn man sich das so anschaut, was diese Geräte so alles so können. Ja. Wenn wir weiter unten schauen, haben wir hier einfach nur Folgendes. Die Geschwindigkeit, die wir einstellen können und feuerfrei. Was ich ganz vergessen habe, ist, auch den kann man nochmal verlängern, hier mit einem Ansatzstück, das hier befestigt wird. Kommen wir zu Festool und da werden wir gleich einiges zu besprechen haben und ihr bekommt am Ende der Forschung von Festool schon mal ein Zwischenfazit. Aber fangen wir doch mal oben an und oben wird es schon ganz verrückt. Denn wir haben hier an der Stelle einen ganz anderen Mechanismus. Jetzt bei Bosch zum Beispiel ist es so, wir haben hier einen Direktantrieb. Haben wir hier gar nicht, sondern du merkst das, also ich merke das auch, ich kann das hier einfach bewegen, ohne dass ich den Widerstand von einem Motor habe. Warum? Im Grunde haben wir einen Exzenterschleifer
an einem langen Stiel an der Wand. Das heißt, eigentlich möchte das Gerät nur diese kleine Bewegung machen, die es in Excenter macht. Und durch die eigene Rotation und durch die Mechanik da drin ist so, dass sich dann der ganze Schleifteller auch noch dreht. Aber eigentlich geht es zentral erstmal um diese kleine Bewegung, dann kommt der Schleifteller. Hat einen großen Vorteil, weil dadurch nicht die ganze Zeit die Zentrifugalkraft dafür sorgt, dass der Staub auch nach außen getragen wird. Wie gut das funktioniert, werden wir uns gleich mal anschauen. Auf jeden Fall hier unser Schleifgitter drauf. Du siehst hier schon irre viele Punkte, an denen abgesaugt werden kann. Und genau, Absaugen ist ja auch so ein Punkt. Ja? Das heißt, bei so einer Schleifgiraffe ist ja zum Beispiel Geschwindigkeit ein Thema, Absaugen ein Riesenthema und auch noch einige andere Sachen. Und all die hat das Gerät hier. Nämlich, wenn wir hier schauen, ist es so, wir haben hier ein umlaufendes Licht, was hier einmal komplett drumherum ist. Wozu ist das Licht gut? Macht was relativ Geniales, erzeugt Streiflicht und du kannst sofort sehen, oh, da ist noch ein Lunker, da ist noch was und musst nicht irgendwie so schräg nochmal gucken, ah, was ist denn da so, Nee, kannst du hier sofort machen. Kannst du durch den Lichtring drumherum in einer ganz anderen Art und Weise arbeiten als bei den anderen beiden Geräten. Natürlich ist es auch hier so, dass ich hier wunderbar das Ganze hier schwenken, machen und tun kann. Was ich hier nicht habe, sind diese Bürsten, die ich eben hatte, sowohl bei Bosch als auch bei Makita. Warum nicht, wirst du nachher sehen beim Absaugergebnis und wie sich das negativ oder positiv auswirkt, auch das. Da müssen wir nachher drüber reden, aber da kommen wir gleich zu. Dann ist es so, ich habe hier einen Schalter, wo ich einstellen kann, wie sehr wird das Ganze angesaugt. Also wie sehr ist es so, dass ich die Maschine an der Wand halte. Die Maschine selbst erzeugt einen gewissen Unterdruck, um wieder Last mir zu nehmen, um dort zu arbeiten. Ihr seht hier auch, das ist das Symbol für Wandarbeit oder Deckenarbeit. Das aber nur mal am Rande. Dann ist es hier auch so, dass ich das Ganze wunderbar verstellen kann. Ich kann hier auch den Riegel lösen. Dann kann ich es hier rausnehmen. Dasselbe kann ich jetzt hier machen. So, rausnehmen. Und das hier auch wieder verkürzen. Ranstecken. Es geht super schnell und könnte jetzt entsprechend auch so arbeiten. Natürlich kann ich hier auch zwei Stücke dazwischen stecken. 3, 4, 5, 1200. Ob das Sinn macht? Ich glaube nicht. Ich denke mal, mit zwei kommt ihr noch klar. Danach wird es dann irgendwann schwierig. Überträgt übrigens hier drüber auch den Strom. Das heißt, hier die Energie muss ja irgendwie vorne ankommen. Und hierdurch, ja, und das ist bei allen Geräten so, wird natürlich auch die Absaugung durchgeleitet. Dann haben wir hier an der Seite Folgendes. Wir haben hier das Licht, was wir ein- und ausschalten können, haben den einen Ausschalter an sich, haben hier noch die Möglichkeit, das Handy zu verbinden. Über das Handy, nach meinem Wissen, kannst du das Licht noch einstellen, vor allem auch die Lichtfarbe, je nachdem, was für einen Strahl du nur rum einsetzt. Und du hast hier noch die Geschwindigkeit, die du einstellen kannst. Üblich wie bei Festool kannst du das Kabel hier natürlich auch abnehmen. So, ab. Und hier hast du natürlich den Sauger, den du anschließen kannst. Wenn du das anguckst, merkst du eine Sache ziemlich stark. Das ist schon eine andere Qualität, eine andere Güteklasse. Und das hier ist eher das Profigerät als die anderen beiden. Aber jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden jetzt mal schleifen, und zwar ordentlich viel schleifen. Und dann wirst du sehen, wie krass das Absaugergebnis sich unterscheidet zwischen den drei Geräten. Das war schon echt verrückt, was dabei rausgekommen ist. Der André hat das Ganze getestet. Ich habe auch nochmal das mal nachgetestet, weil ich wollte nicht glauben, dass das wirklich so ist. Aber es ist so wie auf dem Tisch hier zu sehen. Wir haben hier ein ganz klares Testergebnis auch. Und zwar haben wir eigentlich so zwei Sachen getestet. Wie ist das Handling und wie viel Staub ist dann am Ende übrig geblieben? Und fangen wir mal beim Thema Staub auch an. Und zwar bei Makita haben wir hier einen riesigen Staubhaufen, muss man sagen, für die verhältnismäßig kleine Fläche, die dort übrig geblieben ist oder die runtergerieselt ist. Schon heftig und auch was in der Luft geblieben ist. War schon ordentlich viel. Und es ist also mehr als doppelt so viel, wie wir jetzt bei Bosch übrig geblieben haben oder übrig behalten haben.
Bei Bosch ist ein schöner kleiner Haufen, den wir dort haben, ist aber auf jeden Fall schon mal bedeutend weniger und es war auch weniger in der Luft. Aber das ist überhaupt kein Vergleich zu Festool. Bei Festool ist es gefühlt so, dass du in einem Reinraum deine Trockenbauwand schleifen kannst und der Chip-Produzent hat kein Problem, dass irgendwelche Flusen da irgendwo reinfliegen. Dann Spaß beiseite. Also es ist wirklich so, dass bei Festool das Absaugergebnis absolut phänomenal ist. Es ist kaum zu glauben, dass das so gut funktioniert und wie das funktioniert. Und das kommt eben auch durch die andere Art und Weise, wie dieser Schleifteller hier arbeitet, wie viele Absaugpunkte wir haben, wie krass gut das hier konzipiert ist. Man muss sagen, das ist ich habe gar keine Worte dafür. Das ist einfach unwahrscheinlich gut. Das heißt nicht unbedingt, dass die beiden Geräte unwahrscheinlich schlecht sind, aber beim Absaugen ist es einfach eine komplett andere Liga. Wie ist das Handling der Geräte? Fangen wir auch hinten an. Bei Makita finde ich, das Handling ist ein bisschen, ist ein bisschen stockig. Wenn man an der Wand ist, musst du schon das gut führen und muss auch einen gewissen Druck aufbauen und das ist mit der Zeit, finde ich, ein bisschen anstrengender, auch auf jeden Fall als bei Bosch. Die Bosch-Maschine, die GTR 550, lässt sich relativ gut führen und macht einen guten Job, kann man überhaupt nicht sagen. Liegt gut in der Hand, alles okay. Festool, andere Dimension. Ja, das ist wirklich schwarz-weiß, oben, unten, ganz nochmal was anderes. Fühlt sich viel sanfter an. Man braucht nicht ganz so viel drücken. Man kann schön entspannt damit arbeiten. Und es rieselt vor allem nichts raus und es passiert irgendwie nichts. Das ist schon echt gut und das ist schon wirklich etwas anderes. Ich will nicht sagen, dass das jetzt für den Hobby ist und das hier für den Profi. Aber der Profi wird sich wahrscheinlich immer natürlich eher diese Maschine holen, weil er muss dann weniger putzen, hat weniger in der Lunge, hat weniger drumherum, wo jetzt was rausfällt, hat das schöne Streiflicht und diverse andere Features, die hier echt Spaß machen an dem Gerät. Bei den anderen beiden ist es so, das wird sicherlich für viele sein, die ab und zu mal so ein Gerät benutzen, die es ab und zu mal brauchen und die ab und zu das damit arbeiten oder die einfach sagen, Preis-Leistung ist für mich wirklich wichtiger. Das ist so aus meiner Sicht, dass Bosch die Nase vorn hat, Preis-Leistung rund 300 Euro für das Gerät, macht richtig Sinn, geht richtig voran. Festool über 1100 Euro, denkt dran, unten der ehrliche Preisvergleich, andere Hausnummer, aber auch andere Qualität. Noch eine Sache möchte ich erwähnen, und zwar, wie genau haben wir es getestet? Wir haben jeweils mit dem Original-Schleifpapier gearbeitet und mit derselben Körnung der Hersteller. Das heißt, bei Festool haben wir originales Festool-Blatt hier genutzt, bei Makita haben wir aber auch das Original-Makita-Schleifpapier genutzt, das, was es eben zu kaufen gibt, und bei Bosch eben genauso. Dass ihr euch nicht wundert, dass wir hier nicht überall Schleifgitter genommen haben, sondern jetzt macht doch mal, lasst doch mal stehen hier. So. Nicht, dass ich mich wundert, dass wir hier verschiedene Sachen genommen haben. Wir haben immer original das vom Hersteller genutzt. Hinweis, wir haben es auch mal getauscht, hat nicht viel Unterschied gemacht. Letzter Hinweis nochmal, der auch entscheidend sein kann, ist der Systemgedanke. Bei Festool ist es so, dass es einen Sauger gibt, der perfekt dazu passt und der, wo du auch entsprechend Aufsatz hast, wo du ihn raufsetzen kannst, wo du ihn hin und her führen kannst, was genau dafür gedacht ist, macht Riesensinn. Bei Bosch gibt es das so nicht. Bei Bosch hat natürlich auch passende Sauger, die du einfach anschließen kannst, aber du kannst es nicht auf dem Sauger einklinken, ablegen, hin und her ziehen. Das geht so hier nicht und bei Makita geht es auch nicht. Man sieht also bei Festool eher wirklich absolute Profiware, auch ein hoher Preis und absolute Profi-Qualität. Mich würde interessieren, was sagt ihr? Eher Preis-Leistung oder eher das High-End? Schreibt es da unten in die Kommentare. Denkt an den Gutschein und denkt auch bitte dran, beim Werkzeugvergleich nochmal abzustimmen, was euer Lieblingsgerät ist. Und für euch kann ich nur sagen, möglichst wenig Staub, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.